Wussten Sie, liebe Zuschauer, dass es in Liechtenstein mal eine eigene Automarke gab? Das war Jehle. Wir fahren jetzt den Jehle Saphir. Liechtenstein, Schloss Vaduz. Es heißt, das Fürstentum sei auch ein Autoland. Und das, was hier hinaufgerollt kommt, ist nichts weniger als der Beweis für diese kühne Behauptung. Am Lenkrad sitzt jener Mann, der den Automobilbau des Kleinstaates verkörpert, wie kein zweiter. Direkt Fahrzeughersteller war ich der Einzige. Oder bin ich der Einzige in Liechtenstein. Grundsätzlich, wenn der Kontostand stimmt, okay, das machen wir gerne Fahrzeuge. Das ist eigentlich unser Lieblingssport, Fahrzeuge zu bauen und die auf die Straße zu bringen. Die Automarke trägt seinen Nachnamen, Jehle. Und dieses Modell ist ein Saphir, so wie der Edelstein, nur viel seltener. Ein absolut radikales Design vom Meister selbst. Ja, ultimative Keilform einfach und ein bisschen eine saubere Linie. Es ist, es gibt ja viele Autos, die haben irgendeine Form. Das ist einfach vom Geschoss her überlegt. Oder? Vom Geschoss her überlegt entstand ohne Zweifel nicht irgendeine Form, sondern eine Art Faustkeil auf Rädern. Anfang der 80er Jahre skizziert, setzte Jehle mit seiner Fiberglasflunder wegweisende Akzente. Technisch setzte der gebürtige Liechtensteiner zunächst auf Altbewährtes. Von diesen sind 20 gebaut worden. Bei der ersten Variante waren Käferplattform mit Käfergetriebe plus aufgeflanschten Golfmotor. Doch das sollte nur der Anfang sein. So waghalsig wie das äußere Erscheinungsbild, so stellte sich der umtriebige Konstrukteur auch die Motorisierung vor. Seine Vision war ein Überauto mit 12-Zylinder-Motor. Doch so ein Super Saphir wurde leider niemals gebaut. Der Highspeed, der große Saphir, war eigentlich gedacht für Geschwindigkeiten bei 400. Und da ist die Aerodynamik sehr, sehr wichtig. Nicht, dass es einfach den Auftrieb gibt oder sich nicht stabilisieren kann. Und das hat sich dann aufgrund von den wenigen Bestellungen hat sich das ein bisschen abgeflacht. Schaan, ein kleiner Ort in Liechtenstein. Hier befindet sich die Produktionsstätte der Firma Jehle Engineering. Vom ersten Entwurf einer Aluminiumfelge bis hin zum straßenzugelassenen Endprodukt. Alles wird in mühevoller Handarbeit und nicht selten vom Meister selbst ausgeführt. Auch die Wartung aller gebauten Jehle-Fahrzeuge gehört zum Tätigkeitsfeld des mittelständischen Betriebs, der einmal als Tuning-Firma angefangen hatte. Nach längerer Standzeit wird heute der Vorführ-Jehle mal wieder auf die Straßen losgelassen. Dank guter Aerodynamik und geringem Gewicht geht es im Jehle immer flott voran. Spartanisch ausgestattet, aerodynamisch top. Aber ist der Jehle auch schön? Auffallen tut man auf jeden Fall. Eigentlich von allen Konstruktionen, die ich mache, sind immer fortschrittlich ein bisschen weiter als das, was es bis jetzt gibt. Das ist eigentlich meine Intention, etwas zu machen, das weiter ist als die anderen. Und das Keilform, wie sie dasteht, ist jetzt noch ein bisschen verrückt. In Jehle Depot warten diverse Prototypen auf ihre Verwirklichung. Dank Xavier Jehle dürfte das Autoland Liechtenstein auch in Zukunft für manche Überraschung sorgen. Denn schon der Saphir ist optisch gesehen mit nichts auf dieser Welt zu vergleichen. Eben typisch Liechtenstein.